So, wir haben hier die Quest Impa und die Geoglyphen freigeschaltet. Die Karte, ich hoffe, das hilft euch. Wir sind einfach von hier geradeaus durchgelaufen über die Brücke und dann waren wir hier bei einer Person, die wir angesprochen haben und dadurch haben wir die Quest freigeschaltet. Wir können jetzt tatsächlich, ach, hier steht es ja schon, Ilberach-Brücke. Wir können tatsächlich jetzt zurück teleportieren und dann die Quest mal angehen. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich schon mal gespannt, Leute. Ich habe auch ein Pferd. Mit dem Pferd geht es auch ein bisschen schneller voran. So, neuer Stall. Ich kann mit dem Kessel weitermachen. Alles andere mal ignorieren. Da sind wir. Sprechen. Hallo, Impa. Was geht, Älteste der Shika? Okay. Und was sollen wir jetzt machen? Und was sollen wir jetzt machen? Warte. Vom Himmel aus? Genau, von hier aus kann ich ihn nicht nehmen. Okay. Da würde ich sie mir gerne von oben ansehen. Ich habe einen sogenannten Heißluftballon, den Pura mir gegeben hat, um noch hoch in die Luft auszusteigen. Aber. Okay. Okay. Wie kann ich es anbringen? Ist es hier irgendwo? Da ist es doch. Dann kann ich es doch anbringen. Ist doch kein Ding, oder? Ich war kurz verwirrt gewesen, aber es ist doch kein Easy. Mach ich doch gerne für dich, Schnuggi. Hauptsache, du bist wieder happy. Zack. Ups. Okay, scheiß gemacht. Nein, verpiss dich. Zu viele Tasten gleichzeitig. So, noch ein Versuch. Zack. Zack. Okay, ist gerade. So, jetzt. Oder ich lasse einfach liegen, so. Passt es so? Wenn ich dann Feuer mache? Ist es okay? Was ist das? Fackel? Können wir mal ein Feuer und dann schauen wir mal. Wo ist ein Fackel? Waffentasche ist voll. Ach, leck mich doch. Dann droppen wir mal irgendwas. Was ist das hier? Haben wir die Fackel in der Hand. Noch ein Feuer. Haben wir noch kein Feuer? Jetzt haben wir Feuer. Jetzt haben wir Feuer und jetzt machen wir mal Feuer dahin. Nee! Come back! Holla! Alter, wir müssen es doch festmachen. Willst du mich verarschen? So, wir müssen es doch festmachen. Wir müssen es irgendwie rein und dann festmachen. So. So, verbinden. Ah! Kannst du mal stehen bleiben? Oh. Hab ich es kaputt gemacht? Ich baue so viel Mist, Leute. Ich weiß nicht wieso. Nochmal von vorne. Ich möchte nur die. Okay, sorry. Jetzt kann, geh mal bitte rein. Dann geh doch mal rein. Gehst du rein? Hallo. Ich habe alles gebaut. Ja. Ja, gerne. Dann sollen wir gleich aufbrechen. Okay, let's go. Gut, dass die so eine Sicherung aufgebaut haben, sonst wäre das Ding weg. Und. Okay, jetzt können wir es entzünden. So. Let's go. Alla. Wie geil ist das bitte? Wie cool das aussieht. Okay.
Wow. Okay. Drachenträne. Was wohl mit den Leuten aus alter Zeit und Drachenträne gemeint ist? Ich verstehe das also noch nicht. Vielleicht finden wir ein irgendwo auf der Geoglyphe. Okay. Da oben links sehe ich etwas. Wenn eine Stelle auf der Geoglyphe dein Interesse geweckt hat, könntest du wohl mit dem Parasegel von hier abspringen. Mach dir um mich keine Gedanken. Mit einem Ballon landen, das schaffe ich sogar ich. Okay. Na, schauen wir mal. Ah, Tagebuch öffnen. Du bist auf dem. Okay. Eine sogenannte. Okay, eine Drachenträne. Ich glaube, ich habe was gesehen. Da. Ist doch eine Drachenträne. Oder? Leute, es ist doch eine Drachenträne. Einmal runter. Oh, hier ist es. Hier ist diese Träne. Alter. Endlich habe ich es gefunden. Wieso hat man es davor nicht gesehen? Das ist hier oben. Nein, ich will nichts. Da ist das Ding. Untersuchen. Und? Alter. What the fuck ist das? Okay. Ich verstehe gerade nicht, was passiert. Sieh nur. Das arme Ding. Oh. Verzeih, dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet? Und ihr seid König? Ja. Sind die Vergangenheit mein gleich? Name lautet Rauru. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Oh. Das heißt ja... Nee. Alter, was? Die ist in der Vergangenheit gefangen. Und was bringt mir das? Ist verschwunden jetzt. Okay, Tagebuch. Abenteuererinnerungen. Wo bin ich? Wie viele haben wir? Kann ich... Okay, muss nochmal reinschauen. Impa und die Geoglyphen geschafft. Nice. Da ist er. Link, du wirkst ganz abwesend. Was hast du denn? Ui, schlug auf. Unglaublich, du hast etwas gesehen wie in einem Traum, Bilder, die vor deinem inneren Auge erschienen sind und du hast Prinzessin Zelda dann erblickt. Geoglyphen, Schriften, Drachentränen und nun hast du sogar Prinzessin Zelda gesehen? Ob all dies vielleicht in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte? Wir werden noch weitere Geoglyphen aufsuchen. Womöglich führen sie uns auf Prinzessin Zeldas Spur. Da fällt mir ein, den Schriften nach soll sich auch im vergessenen Tempel etwas befinden, das die Geoglyphen betrifft. Der vergessene Tempel liegt tief in einer Schlucht in Hepra. Mir scheint auch, wir sollten einen Reis dorthin wagen. Oh, okay, es geht weiter. Alter, das war ja richtig crazy. Warte.
Hier. Zack, zack, zack. Aha. Das war Nummer 3. Abenteuererinnerung. 18 Stück haben wir. Okay, Impa wartet auf uns. Was ist das hier? Okay, wir können dahin teleportieren. Nice. Aber der hat doch Hebra gesagt gehabt. Naja, egal. Juckt mich nicht. Ich teleportiere hin und schau mal. Er wird schon wissen, was er markiert. Interessante Quest, Leute. Interessante Quest. Okay. Kann ich auf mein Pferd zählen? Kommt bestimmt nicht. Oh Gott. Also das Pferdesystem gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich noch ein Pferd registrieren soll. Da ist eine Höhle. Kann ich irgendwie schneller unterwegs sein? Geht nicht, ne? Ja toll, du hast diese Höhle markiert. Aber wie soll ich rüberkommen? Gibt es keinen Weg dahin, oder? Es sei denn, ich trickse ein bisschen. Ich muss da hoch, ich sehe es schon. Ich sehe schon, wohin ich muss. Denkt ihr, ich komme rüber? Oh, was ist denn das? Sieht interessant aus. Das sieht ja interessant aus. Ich muss rüber auf jeden Fall. Aber das da unten, das catcht mich gerade. Was das wohl ist? Zack. So. Wir müssen irgendwie... Okay, wir müssen da runter. Wir müssen gar nicht rüber. Ab geht's. Ab geht's. Let's go. Vergessener Tempel. Und wo bist du, Impa? Impa, wo bist du? Krieg ich das kaputt? Nein. Das sieht zu krass aus. Das krieg ich nicht kaputt. Oh. Impa ist hier. Hallo. Oh, Link, du bist ebenfalls hier. Impa hat Schlussfolgerung, dass es hier oben etwas geben muss, das mit den Geoglyphen in Verbindung steht. Diesen Ort zu erreichen war gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Dann jedoch wurde Impa ungeduldig. Als ich sie nur für einen Moment aus den Augen ließ, war sie schon in den Tiefen des Tempels verschwunden. Sobald ich den Ballon ordnungsgemäß festgemacht habe, werde ich ihn nacheilen. Aha. Okay. Gehen wir mal rein, oder? Jumpen wir mal rein. Mir da? Knochen, Bockbogen. Nice. So, ich brauche dich. Du musst dahin. Und du musst drauf. Damit ich wieder kann. Okay. Let's go. So geht das. So geht das. Was ist denn das? Hartholzprügel. Waffen werden ja besser hier. So, verbinden. Streifen. Wohin muss ich? Ich muss dahinter. Kriege ich das hin von hier? Nein, ne? Zack. Oh, jetzt komme ich nicht hoch. Leg mich doch. So, Impa, weh, ich finde dich nicht hier. Wie dieser Weg war umsonst. Unten gibt es einiges an Zeug. Aber das Looten können wir wann anders machen. Wir machen heute nur die Story. Das Looten machen wir wann anders. Zack. Ich glaube, das war die richtige Stelle. Yes. Okay, hier ist ein Schrein. Ist schon mal interessant. Gehen wir mal rüber. Den Schrein können wir aktivieren. Ist es Impa? Yes.
Maya Uzi Uschrein. Impa, was geht? Ah. Danke für deine Hilfe mit dem Heißluftballon. Mhm. Irgendwo in diesem Tempel muss sich etwas befinden, das im Zusammenhang mit den Geoglyphen steht. Ich suche danach, doch bisher bin ich nicht fündig geworden. Bei der Größe dieser Kammer ist das auch schwierig. Kann es nur sein? Oh, Leute. Dein Ernst? Kann es im Tempel sein? Wieso sollen wir sonst da warten? Schließen wir das mal ab. Kann es nur sein? Was ist das hier? Also es muss auf jeden Fall hier irgendwo sein. Wir gehen mal weiter. Was haben wir hier? Alles zugeschüttet. Hier ist was. Okay, das ist eine Waffe. Wir schauen uns einfach mal um. Oh. Eine Statue, die umgefallen ist. Da geht es immer noch weiter. Wie groß ist denn dieser verdammte Tempel? Hier in der Mitte gibt es was. Oh mein Gott. Was ist denn das? Kann ich das irgendwie aktivieren? Nee, anscheinend nicht. Machen wir mal weiter. Vielleicht kommt noch etwas. Was ist das hier? Sonnenfleckchen. Okay, was soll das heißen? Muss ich da Sonnenfleckchen hinmachen oder was? Naja. Oh mein Gott. Richtig cool. Einmal runter. Sind noch die ganzen Relikte. Ja, ja. Und da sind die Dinger da, die Bilder. Impa kommt auch direkt mit. Oh, dieser Raum. Impa, auch wir sollten uns hinabbegeben, um unsere Erkundung aus der Nähe fortzusetzen. Diese Abbildung an den Wänden. Können das nicht die Geoglyphen sein? Hm, was mag dies alles nur bedeuten? Ich glaube, bei der Abbildung ganz links an dieser Wand handelt es sich um die Geoglyphe, die wir als erstes sahen. Das stimmt. Und die nächste Abbildung? Laut der Karte auf dem Boden müsste sie sich nahe dem Dorf der Orni befinden. Ah, krass! Das ist ja richtig krass. Ich kann es kaum fassen, dass es einen solchen Ort hinten in diesem Raum Ruinen gibt. Ich frage mich, wie sie in Zusammenhang mit den Bildern stehen. Jetzt alle geboten, wir sollten uns umgehend nach den anderen Geoglyphen umsehen. Wie wäre es mit einer kleinen Pause? Link, wenn du während deiner Reise auf eine Geoglyphe stößt, solltest du sie sorgfältig studieren. Vielleicht erwarten dich auch bei anderen Geoglyphen geheimnisvolle Visionen, wie jene, die du bereits hattest. Es ist durchaus möglich, dass sie mit ihrer Hilfe etwas über den Verbleib von Prinzessin Zelda erfahren konnten. Okay, verstehe. Aber das ist eine Sache. Das ist ja überall auf der Welt verteilt. Ich glaube, wir machen mehrere Teile draus. Also wir haben ja jetzt die erste Geoglyphe abgeschlossen. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Geoglyphen. Das werden dementsprechend 11 Videos sein. Und das ist Teil 1 von dieser Videoreihe. Wir machen eine Videoreihe draus. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß bei der Suche. Ciao, ciao.